ist denn hier los? Es ist doch noch mitten in der Nacht. Ah, Steffi, also dafür, dass du gestern so müde warst, bist du aber ziemlich früh wahr. Was ist denn hier los? Wer bist denn du? Ach, da bist du ja endlich. Ich warte schon die ganze Zeit. Ich muss sagen, ihr Studenten schlaft echt lange. Es ist 6.30 Uhr. Solltest du nicht eigentlich noch im Adventskalender sein? 6.30 Uhr schon? Sag ich doch spät. Weißt du, da ist man das ganze Jahr in diesem Adventskalender und denkt sich die tollsten Experimente für Menschen wie dich aus. Und dann kommt endlich der Tag. Man steht früh auf und wartet und wartet und wartet und wartet. Bis dann endlich der Tag gekommen ist. Man steht fröhlich auf und wird warten gelassen. Es ist 6.30 Uhr. Wie bist du überhaupt aus dem Kalender rausgekommen? Und was ist denn das hier? Nun, im Gegensatz zu dir, Langschläfer, bin ich ein engagierter, motivierter Wichtel. Ich will was erreichen. Denkst du, man wird Wichtel Nummer 2, indem man den ganzen Tag verschläft? Ha, ganz sicher nicht. Ich nehme meine Arbeit sehr ernst. Und ich habe schon alles vorbereitet. Der erste Advent ist ja bereits vorbei. Und was finde ich hier? Keine Plätzchen. Keine. Nun, davon habe ich ja bereits gehört. Und ich wollte euch mit Plätzchen überraschen. Also bin ich in aller Früh aufgestanden, um alles vorzubereiten. Und was finde ich hier? Nur Stärke. Und Wasser. Nur Stärke und Wasser. In der Adventszeit. Das ist ja wie ein Adventskalender ohne Wichtel. Nun, aber ich bin ja kein Anfängerwichtel. Ich habe da etwas anderes vorbereitet. Ich habe die ganze Nacht gerührt. Und nun ist es endlich fertig. Sieh her! Plätzchenteig. Genau genommen ist das hier kein Plätzchenteig. Nur aus Stärke und Wasser kannst du keine Plätzchen backen. Aber man kann was anderes daraus herstellen. Das hier ist ein sogenanntes nicht-newtonsches Fluid. Das Besondere daran ist, dass je nach äußerer Druckeinwirkung auf diese Flüssigkeit sich die Zähigkeit verändert. Bei Druck haken sich die Stärketeilchen aneinander, weil das Wasser zwischen ihnen verdrängt wird. Oder simpel ausgedrückt, je mehr Druck auf die Flüssigkeit ausgewirkt wird, desto fester wird sie. Und bei einem brummenden Lautsprecher wie diesem hier führt das zu diesem kuriosen Verhalten der Flüssigkeit. Aha, das ist ja fast besser als echte Plätzchen. Nur die hätte man wenigstens essen können. Ach komm, das, was du hier gemacht hast, das ist doch gute Arbeit. Wenn du so weitermachst, wirst du eines Tages vielleicht Wichtel Nummer 1 oder 24. Nummer 2 ist der wichtigste Wichtel, hat man mir zumindest gesagt. Da macht man sich all die Arbeit, um dann zu hören, dass Nummer 1 und Nummer 24... Ach nein. Okay. Ich hoffe, dass ich wenigstens eine gute Bewertung auf Wichtelino von dir bekomme.